Das waren ein paar ziemlich erstaunliche Vulkanausbrüche, oder? Nun, sie sind nur die Spitze des Eisbergs. Oder sollte ich sagen, die Spitze des Vulkans. Im Durchschnitt brechen jedes Jahr weltweit 50 bis 70 Vulkane aus, manche sogar mehrmals. Aber aufgrund ihrer Unberechenbarkeit werden nur sehr wenige davon mit der Kamera eingefangen. Deshalb habe ich das Internet durchforstet, um die besten Aufnahmen der größten, verrücktesten und seltsamsten Ausbrüche auf der ganzen Welt zu finden. Werfen wir einen Blick auf die größten Vulkanausbrüche, die mit der Kamera festgehalten wurden, damit dir nicht zu heiß wird. Der Wahnsinn in Italien. Der Stromboli auf Sizilien ist ein sehr aktiver Vulkan, der seit mehr als 2000 Jahren immer wieder ausbricht. Normalerweise sind diese Ausbrüche klein und erreichen nur einen Wert von 1 bis 2 auf dem Vulkanexplosivitätsindex. Zum Vergleich, der Index geht bis zur 8, wo die wirklich gefährlichen Ausbrüche stattfinden. Diese Eruption im Juli 2019 war jedoch anders. Dieser Fotograf stand unterhalb des Stromboli, als er einen ohrenbetäubenden Knall hörte. Als er sein Handy zückte, um mit dem Filmen zu beginnen, war eine explosive Säule aus brennend heißem Dampf, Asche und Gestein bereits über 1,6 Kilometer hoch aufgestiegen. Dank eines Bootes voller Touristen war er jedoch nicht der Einzige, der den Ausbruch mit der Kamera festhielt. Dies war der größte Ausbruch des Stromboli seit 90 Jahren, aber der monströse Berg war noch nicht fertig. Einen Monat später wurde eine weitere gewaltige Eruption von einer Frau auf einer Fähre gefilmt, die auf jeden Fall auf ihre Kosten kam. Wie bei der Eruption im Juli schoss die Wolke über 1,6 Kilometer in den Himmel, aber was dann geschah, war noch erschreckender. Riesige pyroklastische Ströme aus extrem heißer Asche, Gas und Schutt wälzten sich den Berghang hinunter, trafen auf das Wasser und rasten dann über das Meer auf das Boot zu. Mit Spitzengeschwindigkeiten von 80 km/h und Temperaturen von bis zu 705 Grad Celsius können diese Ströme fast alles in ihrem Weg zerstören. Zum Glück hat der Kapitän dieses Bootes richtig Gas gegeben und alle an Bord sind unverletzt geblieben. Rotglühender chilenischer Terror. Die meisten großen Vulkanausbrüche sind absolut furchterregend, aber der Ausbruch des Vulkans Chiles Calbuco im April 2015 war verwirrenderweise ehrfurchtgebietend. Der Vulkan begann, Asche 15 Kilometer in den Himmel zu spucken, sogar über Vögeln und noch Flugzeugen, gerade als die Sonne unterging, was für einen tollen Sonnenuntergang sorgte. Doch so schön der Anblick auch war, er war auch extrem gefährlich. Die Rettungsdienste erhöhten die Vulkanwarnstufe von grün auf rot und mehr als 5000 Menschen wurden schnell evakuiert. Obwohl der erste Ausbruch nur 90 Minuten dauerte, wurden fast 2,2 Millionen Kubikmeter Asche in die Luft geschleudert. Genug, um mehr als 84 olympische Schwimmbecken zu füllen. Dadurch wurden die umliegenden Städte in etwa 20 cm grauem Staub erstickt, wodurch die Dächer von Gebäuden einstürzten und viele Straßen unpassierbar wurden. Trotz der Zerstörung wurde niemand als vermisst oder verletzt gemeldet. Puh. In einer Situation wie diesen kann ich dein Leben nicht retten, aber wenn du die Gefällt mir und Abonnieren-Buttons drückst, kann ich dich davor bewahren, dich jemals wieder zu langweilen. Ich lade immer wieder verrückte und wunderbare neue Videos hoch, die dich vor Begeisterung explodieren lassen, aber egal, wo waren wir? Indonesischer Ausbruch. Der Berg Sinabung in Nord-Sumatra schlief 4 stille Jahrhunderte lang, bevor er 2010 plötzlich erwachte.
Seitdem ist er mehr als 15 Mal ausgebrochen und hat dabei fast 10 Kilometer hohe Aschesäulen und Flüsse aus tödlicher Lava produziert. Aber 2015 wurde etwas noch Schrecklicheres mit der Kamera festgehalten. Was du hier siehst, ist ein riesiger pyroklastischer Strom, der mit mehr als 50 km/h den Abhang hinunterrast. Dieser Kameramann muss Nerven aus Stahl gehabt haben, doch das ist nicht die erschreckendste Perspektive der vielen Ausbrüche des Mount Sinabung. Im Dezember 2017 geriet ein unglücklicher Bewohner einer nahegelegenen Stadt direkt unter diese schreckliche Eruption. Asche wurde fast 5 Kilometer hoch in den Himmel geschossen und hüllte die umliegenden Gebiete in eine riesige graue Wolke. Dank mehrerer vorangegangener Eruptionen und Erdbeben waren viele Bürger, die gefährlich nahe am Vulkan lebten, bereits evakuiert worden. Trotzdem kann es kein Spaß gewesen sein, diese riesige Wolke zu sehen, die sich bedrohlich über deinem Haus ausbreitet. Feuriger Fuego. Wir fahren jetzt nach Guatemala, ein Land, das für seine Maya-Tempel, leckeren Avocados und gefräßigen Vulkane bekannt ist. Der aktivste von ihnen ist der phänomenale Vulkan Fuego, der in den letzten 500 Jahren häufig ausgebrochen ist. Größere Ausbrüche wie dieser von 1974 sind selten, aber kleinere wie dieser können alle 15 bis 20 Minuten auftreten. Wow. Diese Eruption mag klein gewesen sein, aber der Knall war riesig. Vulkanische Risse wie dieser sind das Ergebnis von Turbulenzen und Reibung, die durch heiße Gase entstehen, die nach oben beschleunigt werden und durch den Vulkanschlot an der Oberfläche entweichen. Je größer also die Eruption, desto größer der Knall. Aber die Geräusche, die der Fuego macht, sind nicht sein beeindruckendstes Merkmal. Im März 2021 bekamen diese Vulkanfans mehr zu sehen, als sie erwartet hatten, als sie einen der berühmten Ausbrüche des Fuego besuchten. Verlangsamen wir das und sehen wir uns das nochmal an. In dieser Szene, die du vielleicht im nächsten Thor-Film sehen wirst, schlug ein Blitz in den Gipfel des ausbrechenden Vulkans ein. Auch wenn es wie ein einmaliger Zufall aussieht, ist dieser atemberaubende Anblick häufiger als du denkst. Bei einem normalen Gewitter prallen Eiskristalle aufeinander und erzeugen elektrische Ladungen, die zu Blitzen führen. In der Wolke eines Vulkanausbruchs stoßen jedoch Aschepartikel anstelle von Eiskristallen zusammen und erzeugen die gleiche elektrische Ladung. Das kann zu einem unerwarteten Blitz aus heiterem Himmel führen oder in diesem Fall aus grauem Himmel. Die Hölle auf Hawaii. Wenn du an Hawaii denkst, denkst du wahrscheinlich an Sonne, Sand und Kokosnüsse, oder? Wie wäre es, wenn du diese Liste um heftige Vulkanausbrüche erweitern würdest? Seit Hunderten von Jahren erschüttern explosive Eruptionen die Inseln Hawaiis, von denen einige Lavaströme durch Wälder fluten, Straßen blockieren und sogar Häuser zerstören. Der Kilauea, der aktivste Vulkan auf der Insel Hawaii, war besonders zerstörerisch. Seit 1952 brach er 34 Mal aus. Und dabei handelte es sich auch nicht um kleine Eruptionen. Am Mauna Ulu wurde 1969 Lava aus einer Spalte 300 Meter hoch in die Luft geschleudert und füllte den gesamten Aloe-Krater daneben. Ab 1983 brach der Kilauea 35 Jahre lang fast ununterbrochen aus. Dann, am 24. Mai 2018, geschah dies. This house is toast. House on that side over there, also gone. This is insane. Etwa drei Wochen bevor das gefilmt wurde, brach der Pu'u'o'o-Krater auf dem Berg Kilauea plötzlich zusammen. Der Lavasee, der auf dem Gipfel des Vulkans kochte, floss unterirdisch ab und schwächte das Fundament des Gipfels. Zu allem Überfluss begann gleichzeitig ein starkes Erdbeben der Stärke 6,9, das Land heftig zu erschüttern und zu zersplittern. Dann schoss die unter Druck stehende Lava aus den Spalten und floss in höllischen Strömen an der Oberfläche entlang, die bis zu 1200 Grad Celsius heiß wurden.
Insgesamt produzierte diese gigantische Eruption Lava im Wert von 320.000 olympischen Schwimmbecken und zerstörte rund 700 Häuser. Wenn du also das nächste Mal Urlaub auf Hawaii machen willst, solltest du dich vorher vergewissern, dass keine Lava durch deinen Urlaubsort fließt. Rauchiger Raikoke. Auf einer einsamen Insel vor der Küste Russlands schlummerte ein einzelner Vulkan 91 Jahre lang, bis zu einem schicksalshaften Tag im Jahr 2019. Am 22. Juni gegen 4 Uhr morgens explodierte die unbewohnte Insel Raikoke plötzlich. Die Eruption war so gewaltig, dass Astronauten auf der Internationalen Raumstation Bilder von der atemberaubenden Rauchshow aus dem Weltraum aufnahmen. Der wahnsinnige Atompilz schoss über 13 Kilometer hoch in den Himmel und war so groß, dass Satelliten die sich nach Osten ausbreitende Wolke vulkanischer Gase einfingen. Du kannst sehen, wie die gigantische Wolke an der Insel Paramushir vorbeizieht, die im Vergleich zu dem Rauch hier vielleicht klein aussieht, aber in Wirklichkeit 96 Kilometer lang ist. Die gewaltige Rauchwolke zog fast 1000 Kilometer weit und das übel riechende Schwefeloxid der Explosion wurde mehr als 3 Wochen nach der ersten Explosion über dem Osten Russlands nachgewiesen. Verrückter Komakuna. Wolltest du schon immer wissen, was passiert, wenn ein unaufhaltsamer Lavastrom auf ein großes Gewässer trifft? Wenn ja, dann such nicht weiter. Die Lava in Komakuna, Hawaii, traf mit glühenden 2100 Grad Celsius auf das Meer und brachte alles Wasser, das sie berührte, zum Kochen. Die wogenden Dampfwolken, die dabei entstanden, sind ebenfalls sehr gefährlich. Sie enthalten winzige Glassplitter von zerbrochener Lava und einen säurehaltigen Nebel, der Lauge genannt wird. Wenn Lava mit Wasser reagiert, entsteht Salzsäure und wenn die Lava schnell abkühlt, erstarrt sie zu vulkanischem Glas. Dieses vulkanische Glas zerspringt und wird in der heißen, säurehaltigen Wolke aufgewirbelt. Es mag neblig und magisch aussehen, aber glaub mir, das ist etwas, dem du wirklich nicht zu nahe kommen willst. Tolles Tal. Auf den ersten Blick sieht der Talsee auf den Philippinen jedes andere Gewässer aus. Wenn du jedoch herauszoomst, kannst du sehen, dass es sich um einen See im Krater des riesigen Talvulkans handelt, der in einem noch größeren See auf der Insel Manila liegt. Aber ich glaube nicht, dass er ruht, nur weil er ein bisschen nass ist, denn im Januar 2020 verdampfte ein gewaltiger Ausbruch den letzten Tropfen Wasser in seinem Krater und schickte ihn mehr als 14,5 Kilometer hoch in den Himmel. Die gewaltige Eruption war so mächtig, dass sie von einem Beobachter in einem Passagierflugzeug mit der Kamera festgehalten wurde. Und er verblüffte die Schaulustigen noch mehr, als er plötzlich von einem Vulkanblitz getroffen wurde. Ich wette, du hättest nie gedacht, dass eine Aschewolke so atemberaubend aussehen kann. Doch leider war dieser Ausbruch ebenso verheerend wie schön. Nach der Explosion wurde eine dicke Schicht nasser, schwerer Asche über die ganze Insel geschüttet und zerstörte reihenweise Häuser. Insgesamt wurde der durch den Ausbruch verursachte Schaden auf 577 Millionen philippinische Pesos, also rund 12,1 Millionen Dollar geschätzt. Eine Menge Geld für einen Knall. Epischer Ätna. Der Ätna in Italien ist der größte Vulkan Europas und hat eine gewaltige Höhe von 3,3 Kilometern. Das ist etwa so hoch wie 7,5 Empire State Buildings übereinander. Und bei so viel Höhe gibt es auch gewaltige Ausbrüche. Im Jahr 2015 fing dieser unglaubliche Kameramann den Moment ein, als ein Krater auf der Südostseite des Vulkans ausbrach und heiße Asche und Lava durch die Luft schoss. Später raste eine riesige Glutlawine die Flanke des Berges hinunter.
Mamma mia! Maria! Mamma mia, in der Tat! Noch beeindruckender als dieses gewaltige Schauspiel ist jedoch der Aschepilz, der auf dem buchstäblichen Höhepunkt der Eruption in die Luft schoss. Die Aschewolke wogte fast 3,2 Kilometer über dem ohnehin schon kolossalen Vulkan und bot ein wunderschönes, wenn auch beängstigendes Bild. Aber trotz der gewaltigen Ausmaße war die Wolke des Ätna hier immer noch 11,2 Kilometer kürzer als die des Tal. Vielleicht wäre ein Kampf angebracht, um ein für alle Mal zu klären, wer von ihnen der explosivste ist. Allerdings würde ich bei diesem feurigen Kampf nicht in der ersten Reihe sitzen wollen. Der Schrecken von Turrialba. Würdest du 12 Stunden am Stück wandern und dich nur mit einer Machete durch kilometerlangen dichten Wald hacken, nur um zu einem unglaublich gefährlichen Vulkan zu gelangen? Denn genau das haben Javier Esquivel und sein Team getan, um diese beeindruckenden Drohnenaufnahmen vom Vulkan Turrialba in Costa Rica zu machen. Wegen einer Reihe von Ausbrüchen musste der umliegende Nationalpark 2017 für 3 Jahre geschlossen werden, im selben Jahr, in dem Esquivel seine Reise unternahm. Es ist nicht schwer zu verstehen, warum, wenn die Ausbrüche so gewaltig waren. Die Asche- und Dampffahne, die über 800 Meter über dem Krater aufsteigt, ist ein wahres Wunderwerk. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich mutig genug wäre, 12 Stunden am Stück zu wandern, um das aus nächster Nähe zu sehen. Oder fit genug zu sein, um das zu erleben. Lebendige La Soufrière. Erst vor einiger Zeit, im April 2021, explodierte der Vulkan La Soufrière auf der Karibikinsel St. Vincent und schleuderte Asche 8 Kilometer weit in den Himmel. And it is spectacular, at the same time a bit menacing and a bit scary. Doch was hochsteigt, muss auch wieder runterkommen. Als Tausende von Einheimischen vor den alarmierenden Ausbruch flohen, wurden sie mit den harten vulkanischen Trümmern beworfen, als diese wieder auf die Erde stürzten. Trying to navigate through these really bad roads. Die Aschewolke war so dicht, dass sie die Sonne verdeckte. In einigen Gebieten wurde die Strom- und Wasserversorgung unterbrochen und Flüge von und nach der Insel wurden gestrichen. Außerdem wurde den Bewohnern der Vulkaninsel geraten, Gesichtsmasken zu tragen, um das Einatmen der lästigen Wolken zu vermeiden. Naja, wenigstens waren sie durch die Covid-Pandemie schon darauf vorbereitet. Fantastischer Fagradalsfjall. Das Skeldinger Dalu an Island ist ein so mystisch aussehender Ort, dass hier ikonische Szenen aus Game of Thrones gedreht wurden. Aber die manchmal verschneiten Gipfel dieses Ortes werden durch die feurige Aktivität des Vulkans Fagradalsfjall unterbrochen. Es ist also wirklich das Land von Eis und Feuer. Du glaubst mir nicht? Dann sieh dir das an. An ihrer Stelle würde ich mich aus dem Staub machen. Aber warum waren all diese Menschen so nah an diesem brodelnden Ungetüm? Nun, dieser Vulkan brach nicht heftig aus, sondern eher überschwänglich. Eine überschwängliche Eruption bedeutet, dass die Lava nicht wie tödlicher Wackelpudding aus dem Felsen springt, sondern sanft aus offenen Spalten im Boden fließt. Aus diesem Grund sind diese Eruptionen aus der Nähe sicherer zu beobachten. Trotzdem sind sie noch weit davon entfernt, sicher zu sein. Die Aufnahme desselben Ausbruchs, die etwas mehr als einen Monat später gemacht wurde, zeigt, wie die Lava fast 305 Meter in die Luft schießt. Ja, ich glaube, ich hatte lieber Abstand. Danke. Der Ausbruch des Santiago. An einem frühen Morgen im Juli 2016 wanderte eine Gruppe von Freunden zu einem Aussichtspunkt über dem Vulkan Santiago in Guatemala, in der Hoffnung, den Sonnenaufgang in aller Ruhe zu erleben. Womit sie nicht gerechnet hatten, war, dass sie beim dramatischsten Ausbruch des Vulkans der letzten Zeit in der ersten Reihe saßen. Der Ausbruch geschah so schnell, dass die Asche- und Trümmerwolke innerhalb von Sekunden tausende von Metern in die Luft geschleudert wurde.
Wie du dir vorstellen kannst, gab es danach große Schäden, allerdings nicht durch die Eruption selbst, sondern durch die darauf folgenden Schlammlawinen. Diese vulkanischen Schlammlawinen, die Lahars genannt werden, entstehen, wenn durch einen Ausbruch Gesteins Schlamm- und Wassermassen verschoben werden und den Rand des Vulkans hinunterschwappen. Schlammige Gefahren wie diese hinterlassen eine Spur der Verwüstung und ein solcher Lahar hat in den 1980ern eine ganze Stadt ausgelöscht. Obwohl die Stadt El Palmar in der Nähe von Santiaguito inzwischen wieder aufgebaut wurde, leben die Einwohner in ständiger Angst, dass sich die Katastrophe wiederholen könnte. Es ist also definitiv nichts, worüber man lachen darf. Mann, war das schlecht. Kein Zweifel bei Redoubt. Der nächste Vulkan im US-Bundesstaat Alaska verursachte einen geschätzten Schaden in Höhe von 160 Millionen Dollar, als er 1989 ausbrach und dann 6 Monate lang nicht mehr aufhörte. Die Asche führte zu Stromausfällen und Schulschließungen sowie zu weitreichenden Störungen im Flugverkehr. Und die riesige 13,6 Kilometer hohe Aschewolke war so ähnlich geformt wie ein Atompilz, dass die Einheimischen dachten, es könnte eine Atombombe gewesen sein. Nun, ganz so gefährlich war es nicht, aber es war fast das Ende eines Passagierflugzeugs, das direkt durch die Aschewolke flog. Als die Triebwerke durch die Asche verstopft wurden, dachte die Besatzung, sie sei dem Untergang geweiht, als sie aus über 4000 Meter Höhe in die Tiefe stürzte. Aber nach ein paar fehlgeschlagenen Versuchen gelang es ihnen wie durch ein Wunder, die Triebwerke wieder zum Laufen zu bringen und eine Notlandung ohne Todesopfer durchzuführen. Puh, es ist schon schwer genug, einen Witz zu landen, geschweige denn ein Flugzeug. Der Popocatapetl wird geknackt. Der Popocatapetl ist der zweithöchste Berg Mexikos und einer der aktivsten Vulkane der Welt. Er ist fast 5 Kilometer hoch. Er ist sogar so aktiv, dass er zu doppelten Ausbrüchen neigt wie dieser, der 2019 aufgenommen wurde. Nach dem ersten Ausbruch wird es ganz still, aber dann, nach nur 2 Minuten, kannst du sehen, wie der Gipfel die zweite Wolke ausspuckt. Obwohl der Vulkan so aktiv ist, wandern immer noch Menschen auf ihn hinauf. Hier kannst du sogar den rauchenden Krater sehen, der etwa so groß ist wie 45 Fußballfelder. Obwohl er heute für seine häufigen Explosionen bekannt ist, lag er bis 1994 fast 50 Jahre lang inaktiv da. Die doppelten Explosionen sind also nur seine Art, die verlorene Zeit wieder gut zu machen. Shinmoedake. Fans des James-Bond-Films Man lebt nur zweimal von 1967 werden diesen Vulkan vielleicht wiedererkennen. In Japan wird er Shinmoedake genannt und diente als Kulisse für das geheime Versteck des Bond-Bösewichts Blofeld. Und ich muss sagen, er sieht aus wie der perfekte Ort, um einen bösen Plan auszuhacken. Allerdings würde ich nicht in der Nähe meines Feindes die Zerstörung planen wollen, wenn er ausbricht. Bei diesem explosiven Ausbruch im März 2018 wurden vulkanische Gesteinsbrocken 4 Kilometer weit um den Vulkan herumgeschleudert und ließen die umliegenden Gebäude unkontrolliert erzittern. Ich würde auch zittern, wenn ich aus meinem Fenster schauen und das sehen würde. Unglaublich, aber das wurde vom nahegelegenen Dorf Kirishima aus gefilmt, das mehr als 25 Kilometer entfernt ist. Kein Wunder, dass der Knall dieser Explosion etwa 30 Sekunden dauerte. Abgesehen von den Geräuschen hat die geschmolzene Lava, die sich leuchtend orange vom Nachthimmel abhebt, etwas sehr Cooles an sich, oder sollte ich sagen, etwas sehr Heißes. Der Sohn des Krakatoa. Während die letzte Explosion aus sicherer Entfernung gefilmt wurde, war diese Reisegruppe, die 2018 in Indonesien mit dem Boot unterwegs war, viel zu nah dran, als der Vulkan Anak Krakatau ausbrach. Diese brennenden Felsen sehen aus, als würden sie wehtun. Dieser gewaltige Vulkan in Indonesien wurde auch als Sohn des Krakatau betitelt.
Auch wenn es wie ein Actionfilm aus den 80ern klingt, ist der Vulkan genau dort aus dem Meer aufgetaucht, wo der ursprüngliche Vulkan Krakatauer 44 Jahre zuvor ausgebrochen ist. Für diejenigen unter euch, die sich mit der Vulkangeschichte nicht auskennen, der Ausbruch des Krakatauer im Jahr 1883 war so gewaltig, dass er mit einer Kraft explodierte, die 13.000 Mal stärker war als die Atombombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde. Nachdem er explodierte, bildete sich in dem Erdfall, den er hinterließ, eine Caldera, die heute von seinem Sohn eingenommen wird. Dieser Sohn muss ein gewaltiges Erbe antreten, aber er gibt sich alle Mühe, die er kann. Atemberaubender Saritschew. Meiner Meinung nach erkennt man die wahre Größe einer Sache daran, ob man sie vom Weltraum aus sehen kann. Wie die großen Pyramiden von Gizeh, die chinesische Mauer oder die große Aschewolke, die 2009 auf den Kurilen ausgebrochen ist. Mit einer schwindelerregenden Höhe von 17,7 Kilometern hatten die Astronauten auf der Internationalen Raumstation einen guten Blick auf den Schornstein des Saritschew-Vulkans, der 4,6 Kilometer höher flog als jedes Passagierflugzeug. Der 1500 Meter hohe Vulkan befindet sich auf der glücklicherweise unbewohnten Insel Matua. Obwohl er seit 1760 bereits 10-mal ausgebrochen ist, war dieser Ausbruch im Jahr 2009 der mit Abstand größte. Aber er hatte ein ziemlich merkwürdiges Merkmal, diese blasse Wolke über der Wolke. Es sieht fast so aus, als ob dieser Ausbruch einen Hut trägt. Wissenschaftler glauben, dass es sich dabei um Wasserkondensation handeln könnte, die durch den schnellen Aufstieg und die anschließende Abkühlung der Luft über der Aschesäule entsteht. So. Jetzt hast du einen Vulkanblitz und eine Vulkanwolke gesehen. Was für ein Ende mit einem Knall. Welche dieser gewaltigen Eruptionen hat dich am meisten erstaunt oder erschreckt? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.